Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 24. September 2020, 10.45 Uhr und hier die aktuellen Corona-Fallzahlen. Aktuelle Corona-Zahlen des RKI vom 24.09.2020, Stand 0 Uhr. Deutschland: 278.070 Personen positiv getestet, 246.900 Personen gesundet, 9.428 Personen verstorben. Aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 21.742. Macht bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 83,2 Millionen 0,026%. Laut dem deutschen Intensivregister werden heute Stand 9 Uhr 291 Personen intensiv behandelt, davon 163 Personen invasiv beatmet. Und nun die Zahlen aus Bayern. 66.192 Personen positiv getestet, 57.540 Personen gesundet. Diese Zahl kommt vom LGL, Stand 23.09.9 Uhr. 2.654 Personen verstorben, aktuell positiv getestet in ganz Bayern 5.998 Personen, macht bei ca. 13 Millionen Einwohnern in Bayern 0,046%. Laut dem deutschen Intensivregister Stand 9 Uhr befinden sich 43 Personen in Intensivbehandlung und davon werden 26 Personen invasiv behandelt. Kommen wir zu den Zahlen von Würzburg. Stadt Würzburg 767 Personen positiv getestet. Landkreis Würzburg 634 Personen positiv getestet, macht somit 1.401 positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Würzburg. Laut dem Gesundheitsamt Würzburg mit dem Stand vom 23.09. sind 1.157 Personen gesundet, 59 Personen verstorben, macht aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Land Würzburg 185 Personen. Die Zahlen aus Kitzingen kann ich Ihnen heute leider nicht melden, denn laut dem Gesundheitsamt in Kitzingen variieren die Zahlen zwischen RKI, LGL und dem Gesundheitsamt in Kitzingen momentan zwischen 6 und 9 Personen. Ich habe darauf angemerkt, dass man doch vielleicht dann die Zahlen vom RKI aus der Liste für Kitzingen nehmen sollte, um keine Fake News zu verbreiten. Da ich keine Fake News verbreiten möchte, werde ich heute einfach die Zahlen auslassen. Aber sie sind auch nicht dramatisch gestiegen. So viel hat mir das Gesundheitsamt vorab schon gemeldet. Und noch ein kurzer Satz zum Schluss. Ein Fragender ist ein Interessierter. In diesem Sinne, bleibt interessiert, bleibt gesund, bleibt in der Mitte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und bis bald.